Aber diese Bushido-Sido-Thematik war ja das, was dich auch irgendwie, das gab es ja dann. Oh ja, aber das hatte ich ja schon, aber das hatte ich ja schon sogar online auch schon mal so drüber gesprochen, weil es jetzt auch schon so verjährt ist. Aber Fakt ist, ja, es war halt einfach eine dumme Situation. Die kurze Zusammenfassung ist halt, es führte halt einfach so dazu, Bushido hatte ja damals einfach so diese Angewohnheit, so entweder man ist für mich oder man ist gegen mich. Und ich so, ich bin weder noch, ich bin da neutral wie sonst was, sondern am Ende die Zuschauer entscheiden. Und ich kenne dich über Agro, also warum sollte ich jetzt so Agro-Scheiße finden? Du hast die gemeinsam kennengelernt? Ja, ich habe die alle. Bushido, als Agro-Camp hast du sie kennengelernt. Na, Beethovens, na Spekta kannte ich auch schon so ein bisschen durch dieses ganze Frankophone, weil wir, also Berliner Szene, Mene und so weiter und so fort. Und Sido und Co., die haben ja auch, auch viel mit den Beethovens gemacht und Beethovens waren damals meine besten Freunde. Okay. Deswegen dann noch Osloer Straße unten im Wedding. Für dich war das ein Camp, einfach, ne? Ja. Ein Camp, die haben sich dann verstritten. Ja. Und von einer Seite, und du hattest aber keinen besonderen Bezug zu Bushido, oder? Nein. Aber trotzdem wurde erwartet, dass du dich ein bisschen mehr in seine Richtung positionierst. Voll. Wie hat sich das geäußert? Naja, es gab halt einfach so tatsächlich so Ansagen, dass sie dann irgendwann, dass er auch wirklich dann versucht hat, mich zu diskreditieren in jeglicher Hinsicht. Also er wollte dich ja vereinnahmen, wenn ich es richtig verstehe, oder? Nee, also der hat wirklich dann irgendwie auch versucht zu sabotieren. Also es war nicht so, ey, spiel mal nicht Agro und so weiter und so fort, sondern er wollte klarstellen, dass ich denn nicht mehr so die Instanz sind von seinen, also was hat Kongo und Co., der sich, okay. Nach, Kongo hat es zwar anerkannt, nee, wir haben es damals nicht besser gewusst, aber er hat sich bis heute noch nicht mal entschuldigt dafür, dass, wie die halt irgendwo auch gewettert haben, weil er auch wirklich, das ist auch die Debatte, die ich halt irgendwie auch beim, beim Sender irgendwo hatte, ich so, ey, das ist mir egal, wie ihr das halt seht, aber das ist mein Umfeld. Mhm. Weil für mich war das halt, weil Bushido ja damals in der Vanity Fair, die es ja auch nicht mehr gibt, dann dieses Interview gegeben hat und dann noch mich dargestellt hat als jemand, der das noch so Feuer, das noch so anheizen würde, so von wegen, sag mal was gegen Agro Berlin und so weiter und so fort, als würde ich davon halt irgendwie der große Profiteur sein, aber da bin ich der Letzte, der es gewesen ist, meine ich so, ey, die Konsequenz ist, klar, für Bushido ist es halt so, dass er mich hat diskreditieren kann, offiziell in der Form, so von wegen, gerade Patrice hat das dies und jenes irgendwo auch gemacht, weil seine Fans sagen, ja, der ist sowieso kacke und so weiter und so fort, aber dass sogar Agro-Fans sagen so, ey, der ist gar nicht cool mit Agro, der will nur dieses Business machen. Ja. Und dann irgendwo sich einer einzufangen, nur weil der Typ irgendwo da so eine Psychose irgendwo hat, habe ich dann keinen Bock gehabt. Ich war jetzt zu viel gerade, okay. Ja. Er setzt sich in die Sendung und ist bestürzt darüber, dass du nicht etwas, dich etwas mehr auf seine Seite positioniert hast in dem. Und nee, er war ja nicht in der Sendung. Ich hatte sogar ein gezwungenes Interview mit ihm, ein erzwungenes Video. Danach also, schon? Nee, also nach, nach dieser Vanity Fair Geschichte und so weiter. War das tatsächlich so, weil er dann angemerkt hat, so ja, er wäre bereit bei MTV Urban, wo er dann schon so Star war, hat er dann angemerkt, so ja, ich würde gerne ein Interview machen, aber halt ja nicht mit dem Moderator und so. Also das wurde dann so halt kommuniziert. Ich versuche heraus. Was möchtest du wissen? Ich möchte wissen, ob aus seiner Perspektive, die haben sich gestritten halt und er dachte sich einfach, ah, okay, du bist auf der Seite der Agro-Jungs, weil du kennst ja Spekta und so schon so lange und du bist aus einem MV wie Sido, der ist ja voll gegen mich jetzt. Hat er sich so. Nee, hat so der hatte allgemein, das ist, wenn andere Leute auch genauso bestätigen, es gab halt so dieses Ding, also es war wirklich so, entweder bist du mit mir oder gegen mich. Es gab für ihn dann keinen dazwischen, es gab nur Schwarz-Weiß, es gab keine Grautöne. Habe ich öfter schon gehört jetzt so, dass er versucht hat, auch vor allen Dingen Journalisten und so zu vereinnahmen oder auch in der Rap-Szene halt so, ne, ich habe jetzt Beef mit denen. Joko mit ist der Beste, will mit Joko fahre ich lang, Joko. Ja. Genau. Aber warum hat er, also der hat doch noch gar nicht gewusst, auf welcher, wie du, wusstest du überhaupt, warum die sich gestritten haben? Hattest ich du wusste, dich jemals dazu geäußert? Nein, null. Weil das nicht mein Ding war. Okay, also du hast dich gar nicht dazu geäußert. Ich habe mich noch nicht mal dazu geäußert. Ich war nur cool mit den Agros. Okay, das hat dann schon gereicht, oder was? Das hat schon gereicht. Okay, dann vielleicht hat er dann das Gefühl bekommen, wenn er dann dich in der Sendung sieht mit Sido, sitzt du da oder mit Flair und der reißt da sein Poster ab, hast du darüber gelacht oder so? Vielleicht hat er ja so. Nee, das war ja noch später. Das war noch viel später, okay. Das war ja noch später. Es ging ja schon alles, es ging ja davor schon irgendwie auch so los. Der Typ hatte ja wirklich so eine Paranoia in der Form. Ich kann mich ja noch erinnern, dass ich ja sogar auf so einer Nike-Veranstaltung war, weil Nike den ja auch so gepudert hat, weil er war so, also Nike pudert ja alles, was gerade in und hip ist und so weiter. Hauptsache verkaufen. Also. Das ist jetzt kein, das ist, ja, ich erzähle jetzt nichts Neues und Facts. Jetzt, ja, es hat einfach Facts. Und das ist ja auch okay, weißt du? Und wenn morgen Außerirdische kommen und die halt super beliebt sind, dann werden sie sagen, ja, Außerirdische tragen Nikes. Listen to it. Ja, ganz ehrlich. Sky is the limit, aber Cash ist. Nein. Das Ding ist halt, ich kann mich ja noch erinnern, da gab es ja auch, kennst du noch Reptile aus München? Ja, na klar. Ja, na klar. Auf Englisch, wo er gerappt hat. Ach, ja. Der Streit mit Basel dann Hengst?
Genau. Okay. Genau. Und dann gab es halt so diese Ansage von Hengst. Hey, wo, Beckerson. Ja, genau so. Why did I call you? Also, I mache Englisch, so ihr könnt verstehen. Why did I call you a Hurensohn? Well, the thing is, you, your mama is a Hure. And you, your mama's son, that's why you are a Hurensohn. If your mama would be a Bäcker, then I would call you a Bäcker-son. But your mama is a Hure, that's why you are a Hurensohn. I wake up in the morning, go to my laptop und denke, was für ein Opfer. Es war so lustig, ich weiß, dieses Video ist so krass rumgegangen. Ich weiß gar nicht, warum der Streit, warum gab es ihn zwischen dir und Reptile? Kannst, weißt du das überhaupt noch? Also das ist, war, glaube ich, keine naja, große Sache. Halt, ne? Es war einfach, man hat sich halt über den lustig gemacht. Mhm. Weil keiner in Berlin oder... Wenn du so rumrennst und so rappst, dann hast du dich halt über den lustig gemacht. Wir haben ein neues Feindbild. Lass den mal opfern. Ja, genau. Und dann lass ihn, hab ich halt angefangen, so wie ich halt bin. Und dann sagen, ey, du bist Wack MC. Ich sag, nee, der ist ein Hurensohn. Alter. Ja, genau. Das war auch mit dem Denglisch. Das war so lustig. Ja, und dann hat er halt ein Video rausgebracht, wo er mich dann, yeah, was du denn? So, nein, du sagst. Was? Was Quatsch? Ich sag, perfekt gefundenes Fressen. Yeah, yeah, yeah. Und dann, ich bin wirklich gerade aufgestanden, aber das war um 18 Uhr oder so bin ich aufgestanden. Und dann habe ich es einfach aufgenommen, Freestyle irgendwas gesagt, dann die Kamera war ja easy und dann... Das ist so rumgegangen, es gibt im Battle Rap auch eine Hommage davor. Auch ja? Weißt du, wer es gemacht hat? Nee. Liquid Walker bei Voll bei Deutschland, der hat das als Punchline genommen. So, ich war wie, ich weiß schon, wie Hengst, ich kaufte mal Laptop und dachte, what for ein Opfer. Geil, hat das, hat dir da Props gut. damit gegeben halt quasi. Ne, cool, so. Alter. Und dann waren die alle bei Agro versammelt, auch mit Hengst dann am Start. Und dann habe ich diesen Joke irgendwo auch so gesagt, so von wegen, ja, okay. Dann habe ich irgendwie auch so, ja, darum, ihr seid der Rapper, weil ansonsten werdet ihr Bäckersan und so, weil ich das halt so lustig fand. So, und jetzt kommt, Nike macht so eine Party da irgendwo in Dahlem, es war irgendwie so eine Air Force One Party, glaube ich, oder so. Und dann, es war schon nicht sicher, ob Bushido da kommen würde oder nicht, aber dann war da, aber dann hatte irgendwie auch, wurde mir auch schon mitgeteilt, Bushido würde ganz gerne mal mit mir reden. Wurde dir mitgeteilt? Es wurde mir mitgeteilt, okay. Er würde denn gerne mit mir reden. Hat dann er bin dich ich auf dann der Party. Zu sich zitiert? Quasi, dann saß er wirklich in dieser Villa da auf dieser Couch, alle so am Feiern, dies, das, jenes und so. Ich war auch im Überlegen, ob ich da hingehe, nicht wegen dieser Bushido-Geschichte, sondern es gab halt einfach so viele andere Sachen. Mhm. Aber ich bin dann da hingegangen, weil wir irgendwie auch so Partner waren oder wie auch immer. Und dann haben wir auch gefragt, ey, Bushido würde gerne mal mit dir reden und so weiter und so fort. Ich so, okay, worüber? So, weißt du? Und dann... über Bäckereien? Jetzt geht's, genau, darum geht's. Und dann sitzen wir so da, meinte so, ach so, ja, seine Mama. Seine Mama. Ja. Und er dachte wirklich, es hatte nichts mit Bushido an dem ganzen Tag zu tun. Null, nada, niente, Kram, Co. Ja. Und er so, ja, okay, also was war denn das dann? Und ich so, und ich hatte keine Ahnung, wovon er spricht, worum geht's, was ist denn los? Ja, hier mit dem Bäcker-Son und so weiter und so fort. Und Kram, ich so, Bäcker? Du weißt schon, dass meine Mutter Bäckerin ist und so weiter und so fort. Und ich so, niemals, eben zu Thema Hurensohn und so weiter, damals so von wegen so, ey Mutter, ey, weißt du, ich so, niemals würde ich was gegen jemanden seine Mutter sagen und so weiter und so fort und etc. und bla. Aber das hat aber auch schon mal so gezeigt, so, sie haben buchstabiert, nach dem A, B, die wollten Bushido sagen, aber dann sind sie mit C weitergegangen, sie haben mich ignoriert. So, weißt du, so, wenn du halt alles so auf dich münzt oder so, das war's in der Form. Also ich meine, ich verstehe seinen Aspekt, aber es zeigt einfach nur mal so, wie angespannt es halt war, dass nur die Tatsache, dass ich halt Bäckers Son sage, dass er das schon auf sich münzt. Und ich hänge mit den Agros ab. Also offensichtlich stand er da, Agros da, was sagen die wieder? Oh, jetzt kriegen die wieder mehr Airtime und so weiter und so fort. Ich verstehe es, wir waren alle jung, wir waren alle so toxisch männlich und so weiter und so fort. Aber ich will damit nur, nicht, dass ich mich über irgendwas lustig mache, aber nur mal zeigen so, was für komische Zeiten das halt irgendwo waren, dass du wegen so einer Aussage plötzlich so, er möchte mit dir reden. Okay, aber jetzt verstehe ich langsam doch, woher dieser Antifilm kam, dann, wenn er jetzt sagt, okay, ich habe jetzt Beef mit dieser Truppe, du bist aus dem MV, du kennst Sido, du kennst Spectre, dann kommt Hengst dorthin, dann macht ihr einen Bäckerwitz und irgendwie fügt sich da ein Puzzleteil zusammen. Aber nie was gegen ihn gesagt. In der Zeit war halt auch Subliminal, so wenn unterschwellig gedisst wurde, wie oft haben Rapper gesagt, er meint, Beef, ganze Beefs sind so entstanden. Ne? Ich habe einen Rapper mit einer Goldkette gedisst, ich habe auch eine Goldkette. Voll. Ne? Oder das gleiche Auto oder was auch immer. Okay, wie hast du denn darauf reagiert? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand gedacht hat, dass du wirklich deine Mutter beleidigt hast. Es ging ja nicht darum, oder? Also na, vielleicht hat er das wirklich gedacht. Also, aber niemand anders hat es gedacht, oder? Nein, niemand anders. Darum. Ich wusste ja nicht mal, warum will er jetzt mit mir reden. Und ich habe gesagt, klar, können wir dann reden, kein Thema. Ja.
Aber das hat er dir dann geglaubt, als du gesagt hast, dass ja, dein, also, das ging? Ja, ja, sonst glaube ich, wäre der Abend anders ausgegangen, okay, oder so. Ja. Aber ja, aber das war so, mich hat das einfach so komplett überrascht. Und das war schon so der erste Akzent. Jahre später kam ja diese ganze Geschichte so mit der Vanity Fair und so weiter und so fort. Und da war ja auch schon so diese Geschichte, wo er dann irgendwie eben tatsächlich dann auch noch von der Bühne geklappt. Sogar als er dann, das habe ich auch gesagt. In Hannover das? In Hannover, dass er dann irgendwie von der Bühne geprügelt oder getreten oder so. Wo ich dann denke so, ey, das will ich nicht, das will ich nicht repräsentieren. Und für alle anderen so auch massiv, der dann so angeschossen wurde und alle so, haha, das ist doch alles Marketing, 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 Marketing. Und ich so, sag mal, habt ihr sie noch alle? Das ist nicht, wofür ich hier stehe. Ganz einfach. Okay, also hast du eher empfunden, dass die wahren Werte im Hip-Hop zurückgingen und irgendwie falsche Dinge glorifiziert wurden? Das ist nicht mein Anliegen, was glorifiziert wird und nicht. Aber wenn es halt tatsächlich schon so um physische Auseinandersetzung geht, dass eben tatsächlich, also meine ich ja, wenn das gefeiert wird. Wenn ja, aber auch dann so getan wird, so ist ja alles nur Marketing und so weiter. Ich so, ey, what the, auf gar keinen Fall. Da bin ich nicht bereit gewesen, das hat weiter zu tragen. Ganz einfach. Nein, wir haben ja die Angriffe auf Bushido, auf Massiv, auf Flair und so weiter. Ja. Was du schon gesagt hast, Sido, Azad, Schlägerei, dies, das. Gab's, da war ich übrigens Hip-Hop Open. Hip-Hop Open, genau. Ja, da war ich, da stand ich auch da. Ich hab noch dieses. Hat Azad auch empfunden, dass du zu sehr mit den Agro? Nein, Azad und ich, also noch einmal, ich bin sonst mit, also diese Auseinandersetzung wie mit Bushido hatte ich mit sonst keinen anderen, okay. Das mit Beginnern habe ich auch irgendwie schon mal erläutert und das ist ja auch okay, du kannst nicht alle mögen, okay, und so weiter und so fort, aber mir war es immer wichtig, dass halt gerade die Plattform, auf der ich halt bin, wirklich so einfach so für jeden was dabei ist, weil ich bin nicht derjenige, der den Leuten sagt, was halt irgendwie cool ist, sondern ich will nur irgendwie facilitaten, dass es überhaupt stattfindet. Hast du dann aber verstanden, warum es zu einer Eskalation kam auf den Hip-Hop Open? Nein. Auch nicht? Also nicht in dem Maße so weit rauszugehen unter so viel Zeugen, so viel. Also ich bin wieder aus dieser Fraktion diskret. Das war nicht diskret. Das war. Darum geht's doch nicht. Ja, aber deswegen, das fand ich damals, aber ich kann auch trotzdem sagen, dass ich es damals schon dumm fand und auch unnötig. Also dumm gehe ich mit dir. I'm about to act a fool, wenn es darum geht halt. Ne? Aber ich meine, es ist doch eine klassische, ich meine, MMV wäre es doch nicht anders gewesen. Deswegen und ich glaube, ja, sogar Sido hat gesagt, er hätte nicht anders reagiert, wenn es die Situation andersrum gewesen wäre. Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht nachvollziehen kann, aber ich fand es keine gute Aktion. Ich habe nicht gefragt, wie du es wertest, sondern nur, dass es, aber es war logisch. Für damals, ich komme mir gerade vor, wie so vor Trial. I come with the fifth. Nein, wir müssen auch aufpassen, weil ich will auf gar keinen Fall irgendetwas glorifizieren hier an dieser Stelle. Ich sag nicht, aber ich finde schon, dass die Wertung mit reinkommt. Ich sage nach wie vor, dass es falsch war. Aber logisch. Logisch ist vielleicht dann doch das richtige Wort. Also vielleicht kann man das so wahrnehmen. Wer A sagt, wird B sagen, klar, wenn mal jetzt das passiert, wird das passieren. Ja, aber ich meine, aber das war eben tatsächlich, aber das war noch so eine Auseinandersetzung irgendwie noch zwischen denen, aber ich meine, ich stand daneben. Aus welcher Perspektive? Du warst daneben, wo warst du denn? Im Backstage? Oder? Ja. Wie ist es denn aus deiner Perspektive abgelaufen? Naja, also es war halt schon sehr raffiniert, wie man da gesammelt irgendwo reingekommen ist und dann hat man halt irgendwie entsprechende Individuen gesucht und dann das andere Individuum war dann plötzlich dann so. Wie gesagt, ich will nichts glorifizieren, aber ich gebe ja auch wenigstens, also so dumm ich auch die Situation fand, muss ich sagen, dass ich verstehe, wenn man jung ist, sich das anschaut, dass es einen schon einen beeindruckt, weil besagtes Individuum wirklich dann in der Mitte stand, mit einer Stange und gesagt hat, wer auch immer will. Ja. Und ich kriege schon wieder so ein bisschen so Gänsehaut darüber. Ich kann es nachvollziehen, so in der Form, dass ich sage, ich sag mal so, es war zumindest nicht feige. War es nicht. Also aus einer toxischen Männlichkeit-Geschichte kam, also wenn ich halt heutzutage Leute halt irgendwo, if you can't talk the talk, weißt du? So. Genau, you gotta walk the walk. Ja, genau. Und deswegen war das halt für mich schon so krass, aber es war mir halt unangenehm, dass es halt an so einem öffentlichen Ort passiert ist. Ich sag's nach wie vor, ich heiße Gewalt nicht gut. Yeah. Aber ich kann nicht so tun, als wäre die Welt Disneyland in der Form. Deswegen, was die Logik angeht, bin ich da voll bei dir. Und zumindest kann ich das irgendwie, um diesen Logik-Part zu unterstützen, dass ich das sogar
im Verhältnis zu heute sogar noch beeindruckender finde. Weil wenigstens jemand dafür sich selbst aufgestanden ist in der Form und nicht andere vorschickt oder die ganze Zeit nur, nee, du Hurensohn, war doch nicht so gemeint und so weiter und so fort. Genau, also ich finde das doch dann doch, warum toxisch? Weil ist das nicht die männlichere Variante, als später andere Männer hinzuschicken? Weil wir glauben, dass das die richtige Art ist. Nee, was wäre denn die bessere Art gewesen, wenn er dann andere das klären lassen hätte? Nein, ich glaube tatsächlich, wenn sie halt irgendwie auch wirklich über ihre Egos hinweggekommen wären und das halt einfach auch anders geklärt hätten in der Form. In welcher oder Form? Oder auch kreativ besser geklärt hätten. Ein Battle? Von mir aus auch das. Das wäre natürlich die edelste Variante. Das ist das, davon spreche ich. Das ist ja aber nicht das Problem gewesen. Es ging ja nicht um ein Rap-Problem. Es ging nicht darum, ich bin dope, du bist wack. Darum, das wurden halt einfach auch viele Probleme wurden dazu einfach gemacht, die hätten einfach da nie reinkommen müssen. Wie hätte denn Azad aus der Situation rauskommen können, ohne diese Aktion? Ist er durch die, ich meine... Ich glaube, er wurde in eine bestimmte Ecke gedrängt. Aus der nur noch Angriff ist die beste Verteidigung. So haben das die meisten auch empfunden. Die meisten sind jetzt wer? In der Hip-Hop-Szene. In der Hip-Hop-Szene, die ja da auch schon halt sehr gespalten war. Ich bin froh, dass es beiden gut geht. Ja, ich auch und natürlich, dass sie sich vertragen haben. Ja. Aber ich denke auch, dass Fehler eingesehen worden sind im Nachhinein und deswegen was Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, war eine Bereicherung. Bin ich voll bei dir, aber ich finde, das sollte, aber ich bin absolut dagegen, dass das zu einem Entertainment-Faktor wird. Das auf jeden Fall, aber nach wie vor bin ich trotzdem eher der Freund, dass man selber die Dinge dann halt klärt, wenn man sie selber... Du, das sehe ich aber, das sehe ich, also gerade eben auch in diesem ganzen Geschäftsbahn und so weiter und so fort. Das ist ja das, was mich ja so abfuckt in der heutigen Zeit, wo alle so Toleranz, divers und Kram und Co. Es gibt und jetzt nicht mal so eine ewige Diskussion dazu zu Cancel Culture und so weiter und so fort. Aber dass es jetzt gar keine Möglichkeiten mehr gibt, heutzutage überhaupt Fehler zu machen, um aus diesen Fehlern so zu lernen. Genau, genau. Crash-Tests machst du ja genau aus dem Grund, um das nochmal unter Beweis zu stellen, ob die Theorie jetzt stimmt oder nicht. Da wird auch halt irgendwie, denn werden auch Dinge halt zerstört in der Form, aber um zu gewährleisten, dass alles auch besser wird. Genau. Aber ich meine auch, das ist ein Realness-Punkt, wenn einer halt für etwas steht und sich dann dafür auch selber gerade macht, dann unterstütze ich das mehr und supporte das als eher dieses Geschäftsmodell, dass man halt auf der Bühne oder am Mikrofon sagen kann, was man will und andere das dann für sich klären lässt. Dass sich jemand gerade macht für etwas, unterschreibe ich immer. Genau. Wie kam es denn dann zu dieser anderen Eskalation, beziehungsweise was hat dich dazu bewogen, dann wirklich aufzustehen halt, ne? Weil du hättest dich ja auch raushalten können. Wenn du sagst, jetzt von Bushido kam schon eher dieses Ding. Konnte ich nicht mehr, weil ich stand daneben, als Flair fast abgestochen wurde. Ich stand daneben. Also du stehst gerade schon öfter daneben, wenn es zu einer Eskalation kommt. Denk mal darüber nach. Denk mal darüber nach. Okay. Ich habe gerade die Koordinaten hergeschickt. Warte mal, die Ansage, die du mit Blumio gemacht hast, die so viral gegangen ist, sagen wir ja heutzutage, ne? Ja. Hätte ich mal auf meinem YouTube-Kanal hochladen müssen. Oh, yes. Das war nach der Aktion im Foyer. Ja. Das heißt, er war bei dir in der Sendung, hat das Poster zerrissen. Mhm. Du bist dann mit gemeinsam runtergegangen mit ihm? Also wir waren ja dann im Foyer, Im Foyer und dann ging die Tür auf, die zwei Typen kamen rein? Die zwei Typen sind dann einfach mal reingekommen ins Foyer und dann ist natürlich dann irgendwie noch der Bodyguard von Flair. Musa. ist dann noch so dazwischen gegangen, hat ihm irgendwie noch so in den Raum gelassen, dass er irgendwie dann irgendwie abhauen konnte und so weiter und so fort. Aber sie haben halt schon versucht, mit dem Messer halt irgendwie tatsächlich dann irgendwie auch abzustechen. Sie sind mit gezogenen Messern schon reingekommen. War es aber eine unmittelbare Gefahr, also auch für die anderen? Wer war noch? Silla war dabei? Weiß ich gar nicht mehr. War nicht noch jemand dabei? Also es waren ein paar Leute mit dabei. Okay. War aber eine Gefahr auch für euch da? Hast du dich auch gefährdet gefühlt oder war meinst, klar, du, dass sie... schießt und einer mit einem Messer hin und her fuchtelt und meinst nee, so, Entschuldigung, bitte könnten Sie mal kurz zur Seite gehen, wir versuchen hier gerade mit dem Messer in seinen Leib einzudringen. Dankeschön, okay, bis da. Großer Fan, ich mag die Sendung. Oh, habe ich sie gerade geschnitten? Es tut mir leid. Es war halt so, ich wollte halt mehr Schwung halt irgendwie bekommen. Sie sehen, jetzt schon sehr massiv. Ich wollte da tief rein. Und beim Ausholen, es tut mir wirklich leid. Also schicken Sie mir Ihre Kontodaten, wir überweisen Ihnen das. Kein Problem, es tut mir voll leid. Es blutet auch nicht mehr so stark. Es gibt ja, wie soll man das beschreiben, Leute, die wirklich einen Konflikt austragen, wirklich, wo man merkt halt, das geht, ist etwas zwischen den beiden, so eine Art wie ein Beziehungskonflikt. Oder es gibt auch Leute, die
fast Amok laufen und einen Fick auf Kollateralschäden geben, sag ich mal. Ne? Deswegen meinte ich, Leute zur Seite geschubst, um sein potenzielles Opfer zu suchen. Sind sie rein, haben die gemerkt, Musa ist dazwischen und dann gleich wieder raus. Ja, es war ein Raum, also es war im Nachhinein, stellte sich heraus, das ist eine sehr unüberlegte Überlegung. Es war ja nicht so, und dann an dem Tag kommen wir denn vorbei und so weiter und so fort. Keine geplante Aktion war. Ja, ja. Sondern spontan auch, hat das was direkt zu tun mit dem Poster zerreißen auch, ne? So wurde das danach halt irgendwie auch geschildert, also was dann irgendwie auch Sinn macht. Und auch das finde ich dann einfach auch so dumm, vor allem auch, ich meine dann auch so, okay, also zum Beispiel ich selbst, siehst du auch schon meine Reaktion, wenn du dir siehst eine Reaktion, ich so, ey, wirklich, alles was ich machen kann, ist so, ja wirklich, Kram in der Form, aber hätte mir nie ausgedacht, dass das irgendwie so ein Ausmaß nehmen würde, vor allem auch noch so dann gleich im Anschluss. Und dass das dann überhaupt möglich ist und das ist dann so, wo du sagst so, ey, nee, das ist es nicht. Ja. Ganz ehrlich, das ist genau das Ding, hat so von wegen, ey, es ist am Ende des Tages nur ein fucking Poster in der Form. Ja, also was die Unverhältnismäßigkeit angeht, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Ich denke halt, dass es ums Milieu geht. Wenn diese gewisse Straßen-Background, diese Thug-Mentality, die ist halt ein bisschen eher egal wo. Ja, ne, aber wenn du Beef, du hast ja kein Beef mit normalen Menschen, dem du jetzt sagst, komm, wir machen einen Einzelkampf, wir haben eine sportliche Auseinandersetzung. Absolut. Sondern du hast Beef mit Straßenleuten. Da passiert, genau, egal wer, wo, wann, wer daneben steht, ne, es eskaliert. Ja. Und aber Hip-Hop ist eben nicht nur das. Die Leute, ich bezweifle sehr stark, dass die Leute, die da reingeritten sind, irgendwas von dem wissen, worüber wir hier eingangs gesprochen haben, von Kool Herc oder so. Aber mir war es wichtig, dass das klargestellt wird. Ja, deswegen frage ich, es ist ja halt, ich glaube halt, ich frage mich, wie deine Gefühlswelt aussah, was dich dazu bewogen hat, halt dieses Statement zu machen, denn es ist ja, bist du nicht in eine Art Gewissenskonflikt geraten, in dem du sagst, ey, Moment, entweder stehe ich jetzt auf, sag aber, was. Aber genau das habe ich ja gerade gesagt. Aber ist es nicht, dass die eine Seite sagt, ey, warte mal, denk mal an deine Karriere, an deinen Job, ist es nicht dumm, sowas zu machen? Nein, daran hast du nicht gedacht. Hast du gedacht, ey, das muss jetzt sein, ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Okay. Es war auch das, was ich auch gesagt habe, Leute, warum hat er sich dann irgendwie auch eingemischt? Ich so, ey, alleine wegen dieser Vanity Fair-Geschichte, in der Form, fickt das einfach mein eigenes Leben. In der Form, in dem Augenblick, wo es halt nicht so, lass uns doch mal da geben, genau, so, lass uns doch mal darüber reden und so weiter und so fort, das nicht. Du weißt ja nicht, wo das dann irgendwo halt herkommt und darum, für die Leute, die nicht in dieser Szene dann zu tun hatten, auf diesen Partys dann irgendwo auch waren und so weiter und so fort. Ich meine, Gott sei Dank sind wir nicht auf so einem Amerika-Niveau. Ich meine zum Beispiel jetzt auch vom D12 Proof zum Beispiel, der auch den Fehler gemacht hat. Also da sagt man ja auch so von wegen, ja, aber warum ist er überhaupt noch in diese Ecken gegangen und so weiter und so fort. Du kannst es eben nicht, wenn du nur das halt irgendwo auch so kennst. Klar hätte ich jetzt irgendwie rein beruflich hätte ich dann sagen können, nee, da lasse ich mich halt raus, gehe halt raus und gehe auf eine andere Richtung. Aber letzten Endes habe ich das halt gemacht, weil ich das halt geliebt habe. Weil das auch so mein eigener Code halt irgendwo auch war. Und deswegen war das für mich eine Leidenschaft, weil das halt eine Gewissensfrage in der Form. Kann ich denn überhaupt einfach, indem ich halt dann nichts dazu sage, dann wirklich guten Gewissens dann weitermachen? Es geht nicht. Das ist aber, was die meisten Leute machen. Besonders, wenn sie in öffentlichen Positionen sind. Nee, aber das ist mir egal. In dem Augenblick war es halt für mich wichtig, dass ich sagte, never, ever. Deswegen führt mich das zu meiner nächsten Frage, weil die meisten sagen immer, ey, bloß, ich halte mich hier raus, ich will hier nicht meine eigene Position gefährden, ich habe auch hier eine Karriere vor mir. Wieso, also was ich nicht nachvollziehen kann, als ich das Video gesehen habe, war für mich ganz klar, du hast eine positive Intention. Wenn du gesagt hast, ey, wir sorgen für die Sicherheit euch beiden, setzt euch an einen Tisch und redet miteinander. Das ist die einzige Möglichkeit, um diesen Streit beiseite zu legen. Wie, du squashst nicht anders ein Beef als mit Dialog. Keine Manager, keine Bodyguards, du hast es selber gesagt, ihr beide setzt euch an einen Tisch und redet miteinander. Wie kann das dir negativ ausgelegt werden im Nachhinein? Naja, weil ich halt letzten Endes halt mich drüber hinweggesetzt hatte, weil der Sender, wenn ich das dem Sender gesagt hätte, hätten gesagt nein. Und ich habe denen auch klar gemacht, so von wegen, ey, das soll meine eigene Aktion sein. Ja, du hast das Stöpsel aus deinem Ohr. Ja, ich habe gesagt, weil die mir ganz, ey, nee, mach jetzt ein Video, da. Ich so, hey, fuck it. Ja. Ich sag jetzt das, was ich hier zu sagen habe, dass das jetzt irgendwie nicht so weitergeht und so weiter und so fort. Das war mir halt auch wichtig, weil sie mir die ganze Zeit reingeredet, hör jetzt auf, mach nicht und so. Ich so, nein, lass es. Okay, ist dass du hörig bist, ist wichtiger als deine positive Intention? In dem Fall war das wahrscheinlich, weil sie hat weiterhin keine Probleme. Es gab ja auch, die Anzeige wurde ja auch zurückgenommen, was das Eindringen ins Haus irgendwie angeht. Von MTV? Ja. Warum? Naja, weil man dann irgendwie, ja, wir konnten auch nicht sehen, wer es war. Hä? Gibt es nicht Aufnahmen davon? Keine Ahnung. Ich habe ein Bild, ich habe ein Foto im Kopf. Ist ja nichts passiert. Die Überwachungskamera war doch da. Nein, ich meine. Versuchter Angriff mit einem Messer ist.
Wo kein Kläger, dort kein Angeklagter. Okay. Ja. Ich meine, auf der anderen Seite, ich verstehe, dass sie natürlich auch versucht haben, das dann für sich zu deeskalieren. Mhm. So insofern so, dass sie da nicht das sondern Strafverfolgung machen und dann noch mehr Stress haben. Mhm. Aus der Perspektive verstehe ich es in der Form. Aber für mich war es halt einfach tatsächlich eine persönliche Angelegenheit in der Form. Ja, also du hast von der Integrität und so vorhin gesprochen, Souveränität. Ich meine, wenn die dann ins Foyer eindringen, da sind sie auch irgendwie mit involviert und dann vor Gericht sagen, ich erinnere mich nicht. Ist halt eine andere Geschichte dann. Ich weiß nicht, ich glaube, es hätte, ich weiß nicht, ob da jetzt wieder eine Art Ego im Spiel ist. Ich denke, als Kanaldirektor und man hat so einen taffen und mutigen Moderator, der sich für das Richtige einsetzt, das, ich hätte eher erwartet, dass MTV dir da den Rücken stärkt. Das, ich weiß nicht, ob ich das in dem anderen Interview ja gesagt hatte, weil ich hatte ja danach auch ein Gespräch mit Arafat und so. Und Arafat hat es genau auf den Punkt gebracht. Was hat er gesagt? Die ganzen anderen Sachen, die wir, also ich habe das Buch zum Beispiel nie gelesen und da wurde ja anscheinend auch so beschrieben, dass es halt dieses, dass ich zur Rede gesetzt worden bin und so weiter und so fort. Ich habe kein Problem mit Arafat whatsoever. Und ich finde, dass Arafat mir gegenüber auch sehr respektvoll aufgekommen ist und so weiter und so fort. Übrigens, glaube ich, verstehe ich mich mit allen ehemaligen Weggefährten von Bushido besser als er selbst. Und ich da auch einen sehr respektvollen Umgang irgendwie auch mitbekommen habe von ihm. Und er hat, also von einigen Sätzen, die er gesagt hatte, meinte er so, ja, aber ich meine ganz ehrlich, über die Aktion, wo war denn der Sender, wo haben sie sich dann hinter dich gestellt und so. Und ich stehe da und sage so, du hast recht. Shit, na, du kannst dann nichts anderes mehr sagen. Er hat es ja auch verstanden, warum ich es gemacht habe. Er musste mit mir darüber reden, klar, auch das verstehe ich. Also das war auch teilweise, also es hatte auch schon sehr humorvollen Augen, es hatte auch einen sehr humorvollen Augenblick in der Form. Es gibt einen deutschen Schauspieler, vor dem ich den größten Respekt verloren habe an dem Abend. Moritz? Was? So, ich gehe da mal raus. Es war die krasseste Nummer ever. Wir kommen da halt raus. Bushido steht da mit seinem Preis. Ja, was ist mit deiner Versöhnung? Und dann siehst du nur jemand, der so, ja, okay, ich bin dann hier mal raus und so. Dann stehe ich da mit diesen acht Leuten um mich herum und irgendwann sind die anderen dann irgendwie weg. Und dann stehe ich da mit Arafat und wir unterhalten uns irgendwie darüber und so weiter und so fort. Und ich bin auch dankbar, dass er mit mir auch darüber auch gesprochen hat in der Form. Und wir waren uns aber auch dann grundsätzlich aber auch einig, was die Geschichte auch angeht. Aber ja, vollkommen. Es gab vom Sender keinen Rücken, aber das hätten sie vorher schon alles machen können. Mhm. Sie hätten vorher das alles auch regulieren können. Aber sie wollten es nicht verstehen. Und ich war eben auch, das glaube ich einfach auch so, dieses Ding so zu glauben, da auch keine Verbündeten zu finden. Wer sich auch zurückgezogen hat, ist so, ja klar, finden wir interessant, ist der hier, ich weiß gar nicht mehr, wie der jetzt gerade heißt, so der damalige Chefredakteur von der Bravo und so, der da meinte so, ja, der überall, wenn es irgendwo Michael Jackson geht, ja, also ich habe ja Michael Jackson getroffen und so weiter und so fort. Der hat sich sofort schickmäßig danach dann zurück, war nicht mehr telefonisch erreichbar, ja klar, können wir dann machen und so weiter und so fort. Und danach hat er sich einfach raus, weil die alle gar kein Interesse daran hatten, dass es alles sich so irgendwo mal entspannt. Die wollten einfach nur, geil, Action, yeah, für die nächste Ausgabe, wunderbar. Und ich bin einfach, ich widerspreche dem. Ich glaube, du brauchst nicht irgendwie immer Drama, um Leute zu unterhalten.